Servus und herzlich willkommen zurück zu Wandels Monday. Wir waren beim letzten Mal, waren wir hier? Wirklich? Was haben wir hier gemacht? Ach, wir haben uns den Magneten geholt, oder? Wir haben uns den Magneten geholt. Für was haben wir den jetzt nochmal gebraucht? Das ist schon wieder ein paar Tage her natürlich. Den Magneten haben wir wahrscheinlichst gebraucht, um, ich nehme mal irgendwas hier zu machen. Nehmen wir es mal an. Versuch mit dir zu reden, manchmal ist der Charakter davor keine Hilfe, war der Schlüssel zum nächsten Rätsel. Ja. Noch einen leckeren Schluck. Sehr gut. So, was haben wir hier? Ach so, jetzt haben wir hier den Kleinen, genau, der wollte... Ah nee, wir brauchen ja seine Marke. Seine Marke. Ah, aber die müssen wir wahrscheinlich erst irgendwie nachbasteln. Nur ein paar. Also, das heißt nicht seine, sondern die vom. Ach, stimmt, genau, wir sollen ihm seine Knarre besorgen. Aha. So. Das heißt, vielleicht kriegen wir die Nagelpistole. Ne? Das ist keine gute Idee. Nicht? Ich fand die eigentlich eine ganz gute Idee, muss ich sagen. Wir haben noch ein Stück Blech und ein Lichtschwert. Und natürlich den Laser. Muss ich gar nicht. Sieht aus wie der Laser, der mich fast gekillt hat. Genau. Ein ultrastarker Magnet. Na, den kann ich brauchen. Gut. Ein Stück Blech. Ein Blech? Ist wohl ein Stück von Hell. Jupp. Das ist ein Lichtschwert. Naja, so ein Spielzeuglichtschwert. So mit Lichtern und so. Ach, Ivo, das ist ein echtes. Sehe keinen Grund, das nochmal zu machen. Genau, was ist der Baseball? Nur ein Baseball. Sieht man. Muss ich. Ich benutze den Laser nicht damit. Das wäre ein. Vielleicht, Maßband. Ich benutze den Laser nicht damit. Irgendwie hatte ich beim letzten Mal mir einen Plan, was ich wann, wie, wo machen müsste. Aber irgendwie ist der wieder weg. Vielleicht kann ich mit dem Laser das Schloss aufschmelzen. Ha! Ich wusste es. Oh, die Hitze hat wohl das Schloss geschmolzen. Das Problem ist nur, dass auch der Griff weggeschmuggelt ist. Shit. Loch. Der Klumpen Metall macht sich an der Tür echt gut. Moderne Kunst in Hochform. Randall, der Künstler. Magnet? Öffnen. Es ist zwar nicht so, wie ich es gedacht habe, aber es funktioniert wohl. So, ein Schwamm. Das ist ja mal ein widerlicher Schwamm. SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf. Ich sehe Lötkolben und etwas Zinn. Ich brauch das Zeug. Oh ja, wir brauchen das Zeug. Okay, ich glaube, ich behalte den hübschen Lötkolben und das Zinn. Sehr gut. Ist da noch was? Okay. Wir haben wohl alles. Wir haben für unseren Super-Nerd, der uns dabei hilft, das zusammenzubauen. Unser Radio zusammenzubauen. Zack. Und wieder auf zu Stand der Stand. Nein, verflucht, der Stand da nicht. Das stand beim Comicbuchladen. Ja. Der stand beim Comicbuchladen. Beim Comicbuch. Da. Kann man das hier abkürzen? Cool. Warum schauen wir uns das eigentlich eben an, wenn wir das so voll abkürzen können? Wahnsinn. Gut, Lötkolben mit Zinn für den Space Nerd. Bitte sehr, Lord Vader. Ausgezeichnet, Admiral. Damit wird's gehen. Super. Bist du schon fertig? Okay, fertig. Ich brauche nur noch ein paar Batterien, um's auszuprobieren. Ach komm, warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Das ist ein Kofferradio, das läuft mit Batterien. War dir das nicht klar? Darf Klugscheißer. Darf Klugscheißer. So, ein. Batterie. Du glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass eine Batterie reicht, oder? Haben wir vielleicht in unserem Lichtschwert ein paar Batterien? Das ist ein Lichtschwert. Das lasse ich lieber. Ich mag das Spielzeug.
Okay, nein. Das ist ein Licht. Ja, also nicht. Wir brauchen also, Plutonium. Nein, das ist gefährlich. Ich dachte, damit könntest du es vielleicht betreiben. Psychiater, fremd, also Batterien jetzt. Batterien, wer hat denn Batterien von den Herren hier? Hast du Batterien? An dem sollte man... Ja, da hat er recht. Ja. Gut, also nicht. Das ist Charlie. Also, hast du ihn repariert? Sieht's vielleicht danach aus? Dann hat der Schraubenzieher wohl gar nicht geholfen. Nein, das stellt mich vor zwei Möglichkeiten. Den Kundendienst anrufen oder das Ding anzünden. Und das Telefon ist kaputt, also... Weißt du, mir gefällt der Song wirklich. Du mochtest auch Sucker Punch. Deswegen ist das noch lange kein guter Film. Was? Sucker Punch? Was hast du denn schon? Alter, Randall, du bist gerade um 100% in meiner... Coolness-Liste gesunken. Sucker Punch. Gut, dann nehmen wir uns den Talkschraubenzieher wieder. Wenn du mit dem Schraubenzieher fertig bist, kann ich ihn dann haben? Ach, mach, was du willst, Mann. Ich brauche ihn nicht mehr. Gut, wir haben einen Schraubenzieher wieder. Hey! Tut mir leid, Randall. Mir ist gerade nicht nach Smalltalk zumute. Gut, gut. Vielleicht können wir ihn ja reparieren. Talkschraubenzieher auf Hell. Nee, brauche ich vielleicht später noch. Nicht? Schade. Können wir mit Hell noch sprechen? Oder singt ihr nur noch? Glaub nicht, dass ich noch was Zusammenhängendes aus dem rauskriege. Außerdem will ich nicht unterbrechen. Ich mag den Song. Weiß nicht warum, aber das erinnert mich an eine Unterwasserstadt. Okay, da ist noch immer die coole Statue. Schwerter, Comics. Okay, der hat also auch nichts für uns. Ein paar Batterien. Ich glaube, wir waren in Claytons noch nicht. Kunde deiner Umgebung. Achso, ja, stimmt, wir können es abbrechen. Das war früher gewusst, das hätte mir so viel Zeit erspart. Der Anti-Establishment-Nerd. Hey, warte mal. Hi. Vielleicht muss ich das machen, wenn er seine Münze hochgeschnippt hat. Wo kommt dann die Münze? Los, schnipp die Münze. Schnipp die Münze. Hi. Ja, also irgendwas hat es gebracht. Aber was? Könnten wir die Münze mit dem Magnet... Ach nee, der Magnet ist weg. Hi. Ja, wir können aber so lange auch nichts machen. Hi. Schaut dann aber auch in die andere Richtung. Das heißt, Irgendwas. Was? Münze? Eine Münze? Wo? Ich rede nicht mit einem Ob. Da muss ich mir schon was Subtileres einfallen. Okay, subtiler ist das hier. Ich weiß, das klingt komisch, aber der Entenbügel hilft hier nicht. Willst du mich verkackalbern? Natürlich hilft der Entenbügel hier. Baseball. Lieber nicht. Runterschießen. Lichtschwert. Lieber nicht. Kein Lichtschwert, kein Entenbügel, kein... Oh, ich hab schon wieder meinen Timer vergessen. Mann, das passiert mir deshalb wieder häufiger. Hammer hilft immer. Ich glaube nicht, dass das... Das ist ja keine Münze. Hi. Verstehe ich nicht. Hi. Hä? Schnippst du Münze? Vielleicht muss ich da irgendwas... Hä? Jetzt ist die Münze auch wieder nicht mehr da. Na los? Irgendwie, glaube ich, war das gerade ein Fehler. Man hat sie auch nicht gesehen. Na los, schnippst die Münze. Hi. So, jetzt hat keine Münze mehr.
eine Münze. Eine Münze. Mit einer Münze kann man Batterien kaufen. Okay, wir brauchen Batterien. Liegt's an mir oder wird Elaine mit zunehmendem Alter immer besser, so wie guter Wein? Ich will heute nicht mehr mit ihr reden. Okay, Toiletten, vielleicht gibt's da Batterien. Wahrscheinlich nicht. Gut, wo kriegen wir Batterien her? Alter, Batterien. Ich habe im ganzen Spiel noch keine Batterie gesehen. Was machen wir mit der Münze? Das schauen wir, überlegen wir uns noch. Schauen wir mal zum Elsport. Ach, da ist der komische Kerl wieder. Der Kaugummi-Automat. Ah, mit der Münze können wir garantiert was im Kaugummi-Automaten oder im One-Up kaufen. Ich weiß nicht. Okay, also nicht. Wendels Wohnung vielleicht? Vielleicht haben wir da noch irgendwas, ich sage mal, Batterieartiges. Ach, wir kommen ja gar nicht in die Wohnung rein, stimmt. Genau. Genau, da war ja was. Ein Fremder, mit dem können wir vielleicht quatschen. Ich versuche ja immer. Okay, also nicht. Die Seitenstraße hier enthält auch nichts Batteriemäßiges. Stiefvoller Nerd, vielleicht quatschen wir mal mit dir. Ein Schuss in die Luft am herrlichen Tage reicht fürs Erste. Gut, aber. Naja, wir können auch da nicht. Bibliothek, ne. Gut, also haben wir jetzt immer noch die beiden Sachen hier. Mit dem habe ich nichts mehr. Nichts mehr auszuhandeln. Aber vielleicht können wir ihm. Nee. Sein Schraubenzieher zurückgeben? Auch nicht. Können wir ihn runterschießen? Glaube kaum, dass jemand mit mir. Gut. Werfen wir vielleicht mal hier unten einen Blick. Laser auf Ballon. Ich benutze den Laser nicht damit. Das wäre einfach nicht wichtig. Also warum? Dann will er zerplatzen, das hässliche Kind. Werden wir endlich los. In aller. In der Hoffnung quasi. So, toxischen Schraubenzieher. Das muss nicht Doch, muss es vielleicht. Vielleicht muss es das. Ich will sie nicht. Okay, der Junge noch irgendwo was? Nein. Ich muss ihn irgendwie bestechen oder so, wenn ich mit dem kleinen Erpresser ins Geschäft kommen will. Ich glaube, er hat was von einer neuen Knarre gesagt. Ja, eine neue Knarre. Aber wie kommen wir an die neue Knarre? Ich bin nur. Das lieber nicht. Das muss. Es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. Ducktapen? Muss ich gar. Alles muss man ducktapen. Muss ich gar. Das muss. Okay, Schwamm an. Es wird nicht klappen. Schade. Ja, okay. Also nicht. Neue Knarre. Also wahrscheinlich die Nagelpistole da oben, die mich Bob aber nicht ranlässt. Boah, Taube. Maßband, Tür, Taube. Nagelschneider. Hey, okay. Okay. Eine gute Frage. Nächste Frage. Hammer gegen Nagelpistole. Ich gehe zwar ungern meinen Hammer weg, aber. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Schade. Hydrant können wir auch nicht erschrecken. Können wir ihn irgendwie erschrecken? Können wir vielleicht die Tauben auf ihn hetzen? Lieber nicht. Nein, wohl nicht. Können wir den Captain Red Poster bestechen? Das mache ich nicht. Ach, Randall, du bist mir vielleicht eine kleine Mimose manchmal. Kleber. Das muss. Auch nicht. Auch das nicht. Muss, auch das nicht. Muss, das auch nicht. Muss, huch. Das muss. Huch. Das muss. Schade. Muss vielleicht der Schwamm geklebt werden. Das muss nicht. Oder. Das muss nicht. Das Blech. Nein, auch nicht. Gut. Ein Blech? Okay. Das ist ja mal ein Torx-Schraubenzieher.
Okay, wir haben Torx-Schraubenzieher. Wir haben ganz viele lustige Sachen, würden aber alles dafür geben, wenn wir eine Batterie hätten. Können wir vielleicht irgendwie jetzt Mary? Ne, ich schätze mal, wir brauchen. Achso, der will ja seine Pistole, um dann. Okay, wir versuchen es mal bei der CypherCon. Wenn Mary inzwischen irgendwie seine Marke abluchsen können. Entschuldigung, Mary. Kann ich Ihre Marke noch Ja. mal sehen, Mary? Okay, aber bleib da, wo ich dich sehen kann. Macht mich nervös, wenn ich dich nicht am Mann habe. Oh, danke und keine Angst, Sie können mir vertrauen. Natürlich. Natürlich. Das ist einfach nur dumm. Marys Marke. Können wir uns die vielleicht jetzt selber rausschneiden mit unserem Laser? Ich benutze den Laser. Hier vielleicht so und so. Ich benutze den Laser nicht damit. Das wird nicht klappen. Das muss. Schade. Vielleicht geducktaped. Muss ich gar nicht. Sowas aber auch. Plutoniumstab. Das ist keine gute Idee. Das wird nicht klappen. Es gibt. Nicht. Gut. Gut. Kunststoffkleber, Kleber. Das muss nicht. Das. Ja. Also wohl anscheinend nicht. Hey, halt mal hier. Schade. Ach, tut mir. Schade. Also auch noch nicht. So. Bitte sehr, mir. Danke, Junge. Und jetzt, wenn. Ja, lasst mich weitermachen. So, ab in die Seitenstraße. Der Penner vielleicht noch was für uns? Ich habe keine Zeit, bei diesem alten Irren zu bleiben. Ich muss mich um was Wichtigeres kümmern. Kiste ist auch nichts mehr. Ich glaube, einer ist mehr als genug. Und Baseball. Ah, okay. So. Matt, was ist bei dir? Hey, was geht ab, Kumpel? Frage, habe ich hier vielleicht meinen Nagellack liegen lassen? Ich habe halt dieses Vorstellungsgespräch heute und weißt du, vergiss es. Was? Hast du schon entschieden, wie du dich ins Jenseits befördern willst? Ich meine, wenn du es wirklich durchziehst. Was ist denn so wichtig an Sally, dass du es nicht bei mir sagen kannst? Bist du sicher, dass du nicht doch ein paar Bier zischen will, gehen willst? Tja, Mann, muss los. Hast du schon entschieden, wie du dich ins Jenseits befördern willst? Ich meine, wenn du das wirklich durchziehst. Tja, ich denke über viele Möglichkeiten nach. Erst dachte ich an Einfrieren. Weißt du, auf die Weise sehe ich vielleicht eine Zukunft. Eine Zukunft, wo die Maschinen die Kontrolle Ja. haben. Ja, klar. Aber ich habe wohl gestern den Kühlomatik offen stehen lassen, weil heute Morgen war der offen und ich hatte eine Eisbahn in der Küche. Oh, wie gruselig. Vielleicht waren das Geister. Vielleicht. Weißt du, wegen der ganzen Scheiße glaube ich wieder an sowas. Und das ist auch gut so. Ist es? Ja. Ich habe eine Liste mit Pros und Kontras für den Selbstmord. Und jetzt, wo ich wieder an Geister glaube, habe ich auch ein neues Pro. Klingt vollkommen logisch. Dann dachte ich daran, mich mit irgendeinem anderen Küchengerät zu killen. Aber meine ganzen Wondermatic-Apparate sind im Arsch. Der Ofen, der Mixer und jetzt der Kühlschrank. Langsam glaube ich, die Firma ist gar nicht so toll, wie ich anfangs dachte. Und deswegen liegen so viele scharfe und spitze Gegenstände auf deinem Tisch? Genau. Oldschool ist immer noch am besten. Naja. Ich habe alles da. Aber ich weiß nicht so recht. Der Korkenzieher ist ziemlich cool, aber ich glaube nicht, dass das wirklich praktisch wäre. Dann habe ich noch einen Eispickel. Der hat, wie soll ich sagen, eine ziemlich sexy Aura. Sexy Aura? Ja, muss ich immer an Basic Instinct denken. Was? Nichts. Ich glaube nur nicht, dass hier eine heiße Blondine ohne Höschen reinkommen wird und auf dich einsticht. Und mal ganz ehrlich, ohne das ist es nicht so sexy. Oh, musst du immer so auf meinen Träumen rumtrampeln? Also, was hast du denn noch so in petto? Tja, diese Messer, die gar nicht mal so scharf sind. Und die Flasche. Die könnte ich ja zerschlagen und mir den Hals mit einer Scherbe aufschlitzen oder so. Mann, dein Selbstmordplan ist ein Rohrkrepierer. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber wenn ich die Schere finde, ist das Problem erledigt. Erzähl weiter. Ganz einfach. Ich steche mir damit in den Kopf, so heftig es geht, und dann rühre ich so lange rum, bis mein Gehirn zu den Ohren und zur Nase rauskommt. Und dann hacke ich mir wie wild in den Augen rum. Oh, Matt, hör auf, lass es. Mir wird schlecht. Scheiße, Mann, das ist echt übel. Übel, aber effizient.
Was hast du erwartet? Die Welt ist grausam. Ich weiß, Kumpel, aber wie steht's mit deiner Lebenslust? Du weißt schon, Sonnenaufgänge, niedliche kleine Tiere, Ampeln. Ich weiß genau, du magst sie. Und natürlich Sally. Sally ist dein Treibstoff. Fast so sehr wie Bier. Oh, hey, das mit dem Treibstoff bringt mich auf eine Idee. Was? Okay, nein, vergiss den Treibstoff, Mann. Bei lebendigem Leibe verbrennen muss echt übel sein. Oh, okay, jetzt bringst du mich schon wieder auf eine Idee. Ich sag ja, Randall, die Welt ist echt grausam. Das klingt alles ziemlich durchdacht, was er davor hat. Was ist denn so wichtig an Sally, dass du es nicht mal mir sagen kannst? Das ist Pärchenkram, Randall. Ich muss ihr Sachen gestehen. Das stimmt. Das musst du. Also bitte mach nichts Dämliches, bis sie hier ist. Ich hol den Scheißring zurück. Klar. Du klingst nicht gerade überzeugt, aber für mich reicht's. Bist du sicher, dass du nicht doch noch ein paar Biere zischen gehen willst? Ganz sicher. Wenn ich noch mehr saufe, vergesse ich vielleicht, was ich vorhatte. Oder dass ich überhaupt was vorhatte. Und echt, ich habe viel zu viel Zeit dafür aufgebracht, als dass ich jetzt einen Rückzieher machen könnte. Okay, das sind ja mal überzeugende und gute Argumente. Also du willst sagen, dass ich absolut nichts tun kann, deine Meinung zu ändern? Tut mir leid, Kumpel. Heute nicht. Okay, aber wenn du es wirklich machst, denk drüber nach, was in dem Abschiedsbrief stehen soll. Ich komme da immer ein bisschen schlecht bei weg und Sergeant Kramer wird dann sauer und beschimpft mich dann immer. Mann, wovon redest du? Nichts. Stimmen in meinem Kopf. Tja, man muss los. Tja, Mann, muss los. Genieß dein Leben, mein Freund. Bald werde ich nicht mehr da sein. Oh, scheiße, Matt. Jetzt lass das doch endlich. Nettes kleines Gespräch. Sehr gute Pläne, die der Herr da hat. Wir können ja mal hier klopfen. Verschlossen. Nicht? Schade, vielleicht könnt ihr... Ich werde den Nachbarn einfach keine... Ja, aber du könntest. Ist zu, glaube ich. Könntest, weil sie dann auf Matt aufpassen könnten. Nicht gut. Wir kommen nicht aufs Dach, genau, das war's. Eine der Sachen, ich bin mal wieder ein wenig am Rumrätseln, aber ich glaube, das macht gar nichts, denn die Zeit sollte eigentlich schon wieder um sein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, Let's Play Randall's Monday. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.